Zu wenig Wasser im Kreislauf. Oh. Oh. Wir kommen da nicht rein, ne? Da ist ja Die Wasser Tür ist drin. zu. Hoffentlich bekommt Max sie bald wieder auf. Okay. Müssen wir Max vielleicht anrufen? Das Ding hat allen möglichen. Ja. Müssen wir Max anrufen? Nee, wir müssen Max nicht anrufen, alles klar. Steht vielleicht wieder irgendwas in unserem Handbuch drin? Okay, Unterbewusstsein. Alles klar, alles klar, alles klar. Da können wir auch nichts mehr machen. Da können wir nichts machen. Es ist zu wenig Wasser im Tank. Müssen wir vielleicht das Salz darauf verwenden? Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht, müssen wir nicht. Die abgeblätterte Farbe von dem Schild ist jetzt auf dem Silikonabdruck. Das Kein-Wasser-Symbol ist halbwegs gut zu erkennen. Ah, Leute, darauf muss man kommen. Ich habe gerade eine Eingebung. Funktioniert das? Oh mein Gott, Leute. Okay, kurze Erklärung, kurze Erklärung. Ich habe wieder mal rumgesucht, bis zum Getno. Ihr wisst, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Stunden ich hier schon aufnehme. Aber wir können ja mit Max nicht reden. Max sieht uns aber über die Videokamera. Und wir haben das Schild abgelöst, wo drauf steht kein Wasser. Und das halten wir jetzt. Oh mein Gott, das halten wir in die Kamera, korrekt? Und dann dreht er das Wasser auf. Oh, ich bin durch nach dem Spiel. Ich habe alles gesehen. Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Okay, hat das jetzt geklappt? Genug Wasser scheint jetzt vorhanden, aber der Heizkörper wird trotzdem nicht warm. Ich sag's ja, es ist wegen diesem Ei. Leute, warum kann ich das nicht einsetzen? Ich verstehe es nicht. Mittlerweile ist mir warm genug. Okay. Die bösen Buben können gerne weiterfrieren. Oh Mann, Leute. Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Cuts ich setzen muss. Max hat das Wasser aufgedreht, aber Max hat kein warmes Wasser aufgedreht. Und ich habe jetzt ein paar Dinge mit der Videokamera probiert, weil ich mir dachte, alles klar, vielleicht ist das nur einer der ersten Schritte und wir müssen noch mehr machen. Und ich habe das Feuerzeug genommen und dachte so, hä, warum das Feuerzeug? Und mir ist es jetzt klar geworden, mit Hilfe des Feuerzeugs signalisieren wir, das muss warm sein, das Wasser. Passt auf. Oh Gott, tatsächlich. Ich glaub's nicht. Wenn mein Plan funktioniert und Oh mein Max Gott. meinen Hinweis Oh. versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Kein Feuer in der Heizung? Na, dann wollen wir mal den passenden Knopf suchen, der etwas einheizt. So, das sollte es gewesen sein. Oh, verdammt. Nina, pass auf. Oh Hab nein. ich doch richtig gehört. Oh Gott. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit. Der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Oh no. Oh Jesus. Ah, Fräulein Kalenko. Endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen. Ich bitte, meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazu kommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche?
Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? OMG, Leute. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Leute, das ist gar nicht, also noch gar nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mit den Parts. Ich glaube, dass ich also diesen finalen Part in zwei letzte Parts einfach teile und sie an einem Tag hochlade, weil, oh, ich habe es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ihr das hier seht. Also, wow. Oh mein Gott, Leute, können wir kurz drüber sprechen? Also wir sind erwischt worden. Der Eiszapfen schmilzt und wird hier also super viel Wasser reinschleudern und wir müssen hier raus. Was müssen wir tun? Also müssen wir mit... Okay. Ich würde gern... Ruhe! Professor Charlois muss sich konzentrieren. Okay. Falls es Sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sicher. Von wem werden Sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, Ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit. Okay. Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze? Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht. Weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Oh, ich glaube, das war eine wichtige Information, Leute. Ich glaube, das war eine wichtige Information. Frau Charlois? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. Oh. Miau. Ich habe dem Typen wirklich vertraut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Ja, ich muss sie... Also irgendwie muss ich... Kann ich mich hier bewegen? Ich kann mich auch nicht bewegen, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Mhm. Was haben wir denn hier alles? Eine Kamera. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Okay. Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Okay, ich muss irgendetwas... Was ist hier? Kontrollpunkt. Von hier aus wird wohl der ganze Ablauf des Projekts gesteuert und überwacht. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Alles klar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich was mit Oleg oder dem Massimo machen. Was habe ich denn alles noch? Dass sie mir gar nichts abgenommen haben. Muss ich vielleicht die Maske zeigen? Okay, das sieht nicht danach aus. Hier, Tagebuch, Girl. Okay, das auch nicht. Ich meine, mir... Das glaube ich auch nicht, ne? Sieht das denn... Okay, ich kann ihm das Ei zeigen. Oh, hat er das... Also hat er dieses Gerät nicht vorhin gesucht, um die Wasserversorgung wieder zu aktivieren? Ich hab hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Ah, ja, natürlich, klar, macht ja Sinn. Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Okay. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Oh Gott. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg, bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann alles klar. Auf unseren okay. Ehrengast. Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Alles klar. Also wir mussten den offenbar ablenken. Und die Frage ist jetzt, können wir das jetzt da nehmen? Da komme ich nicht unbemerkt hin. Okay, wir können...
Okay, wir können hier nichts machen. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Alles klar. Ah, Leute. Oh, okay, ich habe verstanden. Und zwar hat uns der Massimo ja erklärt, dass die Geräte hier super empfindlich sind. Oh, das ergibt Sinn jetzt. Okay, wow. Also ich habe es nur durch Ausprobieren rausgefunden, weil ich jedes einzelne Objekt angeklickt habe. Tatsächlich ist es so, dass das Gerät gegen Strahlung besonders empfindlich ist. Und das Handy hat ja Strahlung. Ja, alles klar. Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Alles klar. Okay, können wir jetzt hier irgendwas tun? Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Oh, wir können die Kamera jetzt nehmen. Kommt es an den Kran? An den Kran? Warum? Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Ah, okay, ich verstehe. Habe ich auch nicht. Ja, also, ich verstehe. Versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Oh Gott. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig. Jetzt mache ich dich platt. Tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe, aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Ja. Papa. Ich glaube, wir haben uns einiges zu erzählen. Mein Vater hat monatelang versucht, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten, gab dieses Vorhaben dann aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Computerspielen auf. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden.
Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden? Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte nicht. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz. Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Die Wissenschaftler rätseln immer noch ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher. Gewinnerin Sandrin landete bei ihrer Ankunft in Deutschland wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten im Gefängnis. Wirt O'Brien wurde vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also zweimal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Gast Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthacht eine Bleibe fand und sich nun dem Rätseldesign von Grafik-Adventures widmet. Pförtner Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie Die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau. Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück. Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Die Gehaltsverhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Max? Ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Alles klar, ich hätte es auch gemacht, Girl. Wie cool war das bitte mit diesen Background-Stories, die jetzt kamen? Das war ja mal richtig nice, oder? Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr euch das Let's Play angesehen habt. Ich bin gespannt, wie ich das schneiden werde. Wir haben es geschafft. Wir haben die Bösewichte in die Flucht geschlagen. Wir haben die Welt gerettet. Gemeinsam mit Max, mit dem wir noch ein kleines Abenteuer offenbar erleben im Flugzeug. Girl, sehr, sehr gut.
Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es richtig klasse, dass wir gemeinsam diese Reise angetreten sind. Das Spiel ist super cool. Ich kann es einfach nur empfehlen. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, es auf dem Kanal zu spielen. Wir gucken mal, wann wir gegebenenfalls Geheimakte 2, also den zweiten Teil aus der Trilogie, spielen werden. Ich komme da sicherlich nochmal auf euch zu mit einigen Rückfragen. Aber ansonsten, vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video und das Let's Play angesehen habt. Danke für alle Likes, alle Kommentare, alle Abos. Ich weiß das sehr zu schätzen. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ja, und bis dann. Habt eine gute Zeit. Bye!